Hallo Sissies, wir sind heute beim Magical Pride, dem ersten CSD, der in Disneyland stattfindet. Und in dem Sinne kommt mit und let it go, let it go. Ich denke, dass Ariel eine der stärksten Persönlichkeiten ist und wo sich gerade viele Schwule halt auch mit identifizieren können, weil du hast halt, bei ihr ist das dieses große Thema, sie muss für die Liebe, für ihre Überzeugung, jemanden lieben zu können, muss sie ihre Welt verlassen. Sie muss auch erstmal von ihrer Familie Abstand gewinnen, um erstmal sich in diese neue Welt einzufinden. Ihrer Liebe eine Chance zu geben und dann natürlich das Happy End, sie kann so sein, wie sie möchte und auch noch Triton steht hinter ihr. Also das war jetzt ja nie so die große Diversity-Sache bei Disney. Es kommt, es war immer so ein bisschen below the line und ich glaube, Disney öffnet sich halt immer mehr, das sehen wir ja auch heute am Magical Pride. Der erste CSD, der in Disneyland stattfindet, was natürlich ein großartiger Schritt ist von so einer Brand wie Disney. Also wir laufen gerade durch den leeren Moviepark und wir können alles nutzen, nachdem wir heute am Tag bis zu einer Stunde, zwei Stunden hätten warten müssen für Sachen. Das ist ganz toll.